Na, endlich mal wieder ein Kleinmöbel. Genau. Ne, hatten wir lange nicht. Sehr filigran das Ganze, ne? Ja, kommt mit Sicherheit aus Good Old England. Von da kenne ich so Sachen. Und da kamen jede Menge Blumenwäschen und die Döns und innen drin kommt auch noch irgendwas. Falsch. Falsch? Falsch. Na, hör auf. England ist es nicht. Ehrlich nicht? Nee. Ja, Mensch, er macht mich fertig. Da gehe ich jetzt wieder. Nee, musst du nicht, bleib hier. Nee, dann bleib ich hier. Ich finde es aber schön, dass du das passende Hemd zu dem Samt da drin angezogen hast. Das wurde mir heute Morgen rausgelegt. Schönen guten Tag. Hallo Horst, hallo Sven. Ich bin der Horst aus Wülfrath. Noch ein Horst. Dreimal Horst. Dreimal Horst, weil er heißt Horst Sven. Sven Horst. Sven Horst. Ja, ja schön. Ich Horst Wilhelm. Beste Name, den es gibt. Ja. Ich denke mal, du bist schon in Rente. Ich bin in Rente. Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich habe mit 14 Jahren Werkzeugmacher gelernt und bin mit 25 zu einer Versicherung gegangen und habe in der Zeit viele nette Kunden gehabt aus allen Bevölkerungskreisen. Was machst du heute so, wenn du hast ja jetzt frei? Ich frei, wandern, an alten Uhren rumfummeln, ach, gucken, dass sie laufen. Also große Uhren wahrscheinlich. Große, ne? Kleine, Wecker, alles. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich es ans Laufen kriege. Auch für andere? Auch für andere. Das heißt, die kommen schon mal an und sagen, du Horst, guck mal hier. Ja, ja, ja. Das Ding, der tut nicht. Das finde ich übrigens schön. Mein Lieber, wo hast du denn dieses kleine Möbelchen hier? Das Ding habe ich vor circa 35 Jahren in Belgien gekauft. Mhm. Was? Ich weiß schon. Ja, ich war jetzt am Überlegen. Ja. Ich war schon in Belgien und in Deutschland. Das stand bei einem Gebrauchtwarenhändler. Die gab es damals in allen Städten, draußen vor der Türe. Ja. Ich kam mit dem Auto vorbeigefahren, habe eine Vollbremsung gehabt und musste das Ding kaufen. Was hast du drin gehabt in der Vitrine? Alles möglich. Mal eine Puppe, mal Uhren, allen Kram. Ja. Und rechts, links, oben, unten, da standen wahrscheinlich Blumenwäschen oder so. Nee, bei mir nicht. Nein, nein. Ich habe immer Antiquitäten drauf gehabt. So, und jetzt sagst du, okay, das Ding darf gehen. Ja. So. Ich bin umgezogen von 125 Quadratmeter auf 70, der Liebe wegen. Der Liebe wegen? Ja, und der neue Wohnung passt es nicht rein. Ja gut, verstehe ich. Und da wird die Frau ja auch noch was zu sagen haben. Die ist froh, wenn weg dazu ist. Ja. Immer, ne? Sven, ja. Also mit England lag ich schon mal ganz fies daneben. Genau, und ich finde es gut, dass Horst jetzt gesagt hat, die kommt aus Belgien oder er hat sie in Belgien gekauft, weil ich schwankte etwas zwischen Belgien und Deutschland. Also, wir haben hier eine wunderschöne kleine Vitrine oder ein Kleinstmöbel. Und wenn wir uns jetzt einmal angucken, wir haben hier Eichenholz. Und die Franzosen hätten sowas nicht aus Eichenholz gemacht. Die hätten Nussbaum genommen, Mahagoni, Palisander. Ja. Und in Belgien hat man aber auch solche Eichenmöbel hergestellt. Mhm. Art Nouveau, sprich Jugendstil. Das sieht man an diesen ganzen Verzierungen, an diesen Laubsägearbeiten, die wir da haben. Und wenn wir uns den Aufbau einmal anschauen, wir haben unten so eine stabilisierende Grundplatte. An denen gehen dann die vier schmalen Beine hoch und gehen dann über in so eine konische Vitrine. Das finde ich auch sehr schön, dass sie nicht einfach nur rechteckig gehalten ist, sondern etwas konisch nach oben hinläuft. Dann haben wir rechts und links noch diese Ablageflächen. Du liegst ganz richtig, dass man da sicherlich Blumen oder irgendwas draufstellen konnte, um das Objekt, welches im Innern der Vitrine war, noch etwas auszuschmücken. Ja. Wenn man sich jetzt anguckt, dann sieht man halt auch sofort, das ist jetzt nicht die höchste Handwerkskunst, die dann gemacht worden ist an diesem Objekt, sondern ich glaube, dass die auch schon in größeren Stückzahlen gefertigt wurde. Ganz toll finde ich, ist, dass das facettierte Glas noch heil ist. Ja. Ne? Und das war immer ein Objekt, was du an die Wand stellen musstest. Weißt du, du hast also nur diese drei Sichtseiten gehabt. Ja. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, oh, vielleicht war ja auf der anderen Seite auch irgendwann mal eine Scheibe drin. Nee, war aber nicht. Das hättest du nämlich an den Leisten gesehen, die kanneliert sind, um die Glasscheibe wieder einzufassen. Alter habe ich schon gesagt. Nee. 1905 würde ich sagen, vielleicht bis 1910, so alt ist dieses Stück. So alt? Ja, so alt ist dieses Stück. Und wir haben eine leichte Beschädigung, oben das Dach selber ist etwas verzogen. Das hat mit Feuchtigkeit zu tun gehabt. Jetzt hat so einen kleinen Knick, ne? Hat so einen kleinen Knick. Mhm. Die Vitrine ist ja von innen mit Samt ausgeschlagen. Das ist auch noch der originale Samt. Ich habe mal geguckt, ich habe das mal hochgehoben. Mhm. Das passt alles noch. Weil der Boden ist ja auch mit Samt ausgeschlagen. Also ich würde es vielleicht einmal insgesamt dezent abschleifen. Und rasieren? Nee, würde ich gar nicht mal machen. Nee? Also nee, das Stück steht wirklich noch recht gut da. Ich bin ganz froh, dass diese Verzierung, also diese Laubsägearbeiten, die von unten auch nochmal das mittlere Plateau so ein bisschen stützen und auch im Ganzen dann Stabilität mit sich bringen, dass da keine gebrochen ist. Oder hast du irgendwo was gesehen, wo was restauriert wurde? Ich habe mal eine restauriert, weil ich sie gebrochen habe. Dann hast du es aber sehr gut gemacht. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, man sieht es nicht. Dann war es verdammt gut. Ich habe es auch nicht gesehen, dann hast du es sehr gut gemacht. Ja. Ja, das hört schon alles gut an. Ja, da sind wir schon beim Wunschpreis. 250 Euro. 250 Euro. Kann Sven diesen Wunschpreis durchwinken?
250 Euro, das kann ich leider nicht machen. Ich bin hier irgendwo bei 500 bis 600 Euro. Ui! Ja. Wow, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich nicht. Du Horst? Nein, überhaupt nicht. Nee. Ich freue mich sehr für Horst. Ich freue mich auch. Bitte schön. Danke sehr. Ja, jetzt musst du nur noch verhandeln. Drei bezaubernde Damen und zwei Herren sitzen drüben. Dann kann ja nichts passieren. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss, Horst. Tschüss. Dankeschön. Viel Erfolg. Ja, also ein wunderschönes Möbelchen. Also ich finde es super elegant und ich kann mir das auch so in der Zeit Nancy, man fährt rein, man kommt in so wunderschönen Jugendstil arbeiten. Also egal, was man da reinstellt, ich glaube, das hebt fällt den Wert alle sofort. Mhm. Puh, schön. Ich glaube schon, dass ich ein guter Händler bin, weil ich viel auf Märkten bin, kaufe und auch schon verkaufe auf Flohmärkten. Ich glaube doch. Hinzu kommt, das antike Möbel ist mindestens das Doppelte des Wunschpreises wert. Da sollte doch nichts mehr schiefgehen, oder? Hallo. Moin, moin, hallo. Moin, guten moin. Tag. Ich bin der Horst Wülfrath und freue mich, hier zu sein. Schön, ja, schön. Uns auch. Und hoffe, jemand hat Spaß daran. Alle. 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 Mein Gott. Besser kann es nicht gehen. Nee, das ist ja Wahnsinn. Sie haben uns eine schöne kleine Ausstellungsvitrine mitgebracht. Das Ganze ist in Eiche gearbeitet, eigentlich unkaputtbar. Könnte man noch mal ein bisschen anschleifen. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Objekt, um auch was Hochwertiges darin zu dekorieren. Ja, mhm. Und anzubieten. So sieht's ja aus. Mhm. Fangen wir mit 100 Euro an. Schön ist sie. Ja. 200 Euro. 300 Euro. 400 bei mir. 500 von mir. 550. Ich wollte auch mitmachen, aber ich sag ganz ehrlich, nein, da bin ich schon raus. Ja. 550 von mir. An der Stelle bin ich auch. Gut. 600? Mhm. Ich finde, das steht einfach für sich, das Möbelchen. Ja. Also, egal in welchem Laden, kannst du auch ins Schaufenster stellen. Ja. Also, ja, kannst du auch ein Kuckuckshaus oder einen kleinen Vogelkäfig draus machen. Du steckst meinen Hund da rein. Ja. 650 bei mir. 700 bei mir. 800. Läuft gut, ne? Ich falle in Ohnmacht. Was sagen Sie? Ich falle in Ohnmacht. Oh, bitte nicht. Erst danach. Die positive Ohnmacht. Ja, natürlich. Ja? Das sind Liebhaberpreise, die hier schon bezahlt werden. Ja, ja. Ne? Das ist so. Ich glaube, die Damen sehen das alle schon irgendwie geschmückt und dekoriert. Ja, ja. Blumen, Girlanden. Alles. Ja. Esther, was du nochmal? Jetzt bei 850. Ach, guck mal. Hab nur 50 rausgeholt. Danke. Bitte. 870. Ah. 900. Ah. Oh. 950. Frau Mädels, jetzt steige ich aus. 950 Euro. Von der Elke. Würden Sie an Elke verkaufen für 950 Euro? Gerne. Sehr das gut. Ich. Na also. Dann zählen wir mal. 2, 4, 6, 8, 9 und die 50. Die Schätzung ist übertroffen. Super. Ich leg's Ihnen hier vorne drauf, ne? Wunderbar. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Greifen Sie zu. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Und schönen Danke. Spaß beim Geld ausgeben. Tschüss. Tschüss. Mann, 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 Mädels. Elke, darf ich dir mal leihen für eine Auktion? Gerne. Komm, ich bring's dir auch wieder. Und oh, ich finde die so schön. Ich auch. Ich konnte gar nicht fassen, wie das immer hin und her ging und alle so haben wollten. Also das war super. Und das Ergebnis hätte ich ja nie, nie erwartet.